Hello, was geht? Damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Creator Club Karriere Folge Nummer 19. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich hoffe, oder wie ihr es euch eigentlich gewünscht habt, gehen wir jetzt rein und ich versuche den ganzen Hasen hier zweimal in der Woche zu bringen. Ich kann es euch nicht immer versprechen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Lasst an der Stelle gerne schon mal ein Like auf das Video da, gerne einen Kommentar für den Algorithmus und auch gerne ein Abo. Wir gehen jetzt so langsam auf die 200 Abos zu. Absolut krank. Helft mir gern dabei. Wir sind angekommen im Kalender. Wir spielen jetzt gegen Regensburg und gegen Darmstadt. Heißt, etwas kürzere Folge. Das Spiel gegen Darmstadt werde ich, glaube ich, dann noch selber spielen. Und danach steht auch schon die Winterpause an. Ganz genau. Wir stehen bisher ganz gut da, aber wir müssen dann auf jeden Fall in der Transferphase ein bisschen was tun. Platz 13 momentan. Schreibt auf jeden Fall schon mal rein, ob ihr Ideen habt, was wir an unserem Team verbessern könnten. Obwohl ich sagen muss, ich bin sehr zufrieden damit. Ich würde sagen, wir schnacken gerade rum, gehen direkt rein ins Spiel gegen Regensburg. Ich glaube, wir könnten hier mal ein bisschen rotieren. Sollen wir vielleicht ein bisschen rotieren? Stanisic jetzt mal von Anfang an spielen lassen wieder. Der gute Nyström könnte mal wieder ran. Und ansonsten würde ich gerne Matsche mal wieder mitnehmen. Für Kate. Ja, Matsche ist auch schon richtig gutes Rating. Vielleicht können wir auch mal den Graf ein bisschen spielen lassen. Dann würde ich sagen, passt es so. Wir gehen so rein gegen Regensburg. Let's go. Ja, guter erster Angriff. Mufek. Ja, Burkhardt mit Wald. Schade. Geht aber schon mal gut los, würde ich sagen. Oh, Vorsicht. Boah, Falke ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Jetzt bei der Ecke aufpassen noch, Jungs. Andi Albers, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Wir liegen hinten. Mal wieder durch eine Ecke. Oh, Regensburg ist gut drauf. Aber ist unser Ball sehr gut. Mufek, ja, mit Walter. Macht, ey Jungs, also nochmal gut gegangen. Ich krieg schon wieder einen zu viel. Ja, Walter, oh mein Gott. Macht er das stark. Walter, du Maschine. Ganz starkes Tor. Ja, Walter wieder da. Nyström. Mit Walter, gibt eine Ecke. Gucken wir mal, ob da was dabei rumkommt. Ja, ne. Burkhardt. Hat er ihn noch? Oh, noch mal eine Ecke, oder? Ja. Kommt jetzt. Egal, wer die Ecken waren, schießt, das ist einfach Quatsch. Da ist... Ganz stark gespielt. Schmidt mit dem 2-1. Spiel gedreht, ganz wichtiges Ding. Ich habe nicht gesehen, wer den vorgelegt hat. Stanisic macht jetzt auch mal ein besseres Spiel. Sehr schön. Burkhardt. Fleming. Nyström. Da ist Mufek. Und ganz stark gespielt. Burkhardt lässt ihn nochmal klatschen und Fleming macht es 3-1. Na, wir haben ein bisschen gebraucht, in die Partie reinzukommen, aber wir sind so gut am Start. Sehr, sehr schön, Jungs. Na, Vorsicht jetzt. Nicht noch eins kassieren vor der Pause. Ganz stark Mufek. Da ist Pause. Es steht 3-1. Wir sind einfach eiskalt vor dem Tor. 3 Schüsse, 3 Tore. Was mich in der letzten Folge abgefuckt hat, sieht jetzt deutlich besser aus. Wir füllen mit 3-1. Wir gucken mal rein, wie es weitergeht. Und dann können wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Rotationsspieler oder sogar Reservespieler bringen. Ja, Walter ist auf dem Weg über außen mit Mufek. Schmidt. Ja, Schmidt. Ja, Doppelpack Schmidt. Ganz starkes Ding. Wir führen mit 4-1. Wir sind richtig gut im Spiel. Gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, kündige jetzt auch mal einen Wechsel an. Graf darf jetzt mal ein bisschen ran. Mufek darf dafür raus. Schubert. Und nee, ich lass Rot spielen. Dann spielt Schmidt fertig. Rot kommt rein für Walter und Matsche kommt rein für Fleming für die letzte halbe Stunde. Ja, Fleming, guter Ball auf Walter. Burkhardt
Der einzige, der nicht trifft, ist Burkhardt. Aber ich glaube, er hat ein oder zwei Vorlagen. Ah, Vorsicht! Ja. Wird es jetzt nochmal eng? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe nicht zu früh gewechselt. Wechsel sind jetzt auch durch. Da ist Burkhardt. Burkhardt legt ihn rüber auf Rot. Der macht noch nicht so viele Tore. Das ist echt schade. Aber er spielt. Er macht gute Spiele. Da ist Ronny Rot. Mit Nyström. Ne, Stanisic was. Oh, Jungs, Vorsicht. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Kaliskana. Digga, mach keinen Scheiß. Jungs. Nein, nein, nein. Junge, Falke. Ja, Falke ist da. Nochmal Falke, ganz stark. Burkhardt, ja. Geht auf Außen, ne? Mit Rot. Gut gespielt. Bring ihn. Ja, okay, ja, okay, Jungs. Ja, Schmidt. Schmied. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich ihn Schmied oder Schmidt nenne. Oh, Kopfballchance, schade. Aber aus der Distanz spielen? Ne, Ronny. Oh, Graf. Schade. Ah, es war Matsche. Das war gar nicht Graf. Matsche hat die 23. Okay. Stanisic, guter Ball. Und Rot. Ding müsste eigentlich gleich durch sein. Wenn jetzt noch irgendwas Gravierendes passiert. Falke nochmal. Ganz stark. Hält er uns den Sieg? Hält er uns. Wir machen so ein gutes Spiel und bekommen in der 92. noch den Ausgleich. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube es nicht. Na, Spieler des Spiels, Albers mit einem Dreierpack. Oh, es ist bitter. Es ist sehr, sehr bitter. So, es steht jetzt ein ganz wichtiges Spiel an. Wir spielen jetzt gegen Darmstadt. Die sind Zweiter. Aber mit einem Sieg könnten wir hier ordentlich was gut machen an Punkten. Wir könnten bis auf Platz 2, bis auf Platz 9 vorrücken, wenn die natürlich alle auch verlieren. Aber wir könnten uns jetzt auch ein Stück weit absetzen davon, von den Abstiegsplätzen, was natürlich sehr, sehr wichtig wäre. Und Darmstadt ist Zweiter mit 5 Punkten Rückstand auf Mainz. Oh, das ist auch schon das erste Rückrundenspiel. Hä, wild. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Ich würde sagen, wir spielen das Ganze selber. An der Aufstellung verändere ich nicht so viel. Es gibt allerdings den einen oder anderen, den ich... Matsche will ich wieder mitnehmen. Und ich möchte jetzt auch Fischer mal mitnehmen. Gehlin darf jetzt wieder ran. Und ansonsten passt es. Dann gehen wir so rein gegen Darmstadt 98. Let's go. So, da sind wir angekommen in der Gamerpark Arena. Es regnet mal wieder. Wie soll es auch anders sein? Wir sind, glaube ich, im Dezember oder im Januar. Im November? Kein Plan. Wir gehen rein gegen Darmstadt. Let's go. Gut, Darmstadt mit dem ersten Dudenangriff. Boah. Oh nein, oh nein, oh nein. Falke ganz wichtig. Weg, Gehlin. Ja, Falke ist da. Boah. Die legen gut los. Muffek macht ein paar Meter. Oh, ist zu einfach. Teams mit der schlechtesten Abwehr. Wir sind dabei. Ganz stark. Und die haben die beste Auswärtsbilanz. Oh Gott. Da kommt natürlich jetzt wieder einiges zusammen, ne? Oh, Tachi, Tachi. Oh Gott, Falke sieht ja ganz schlecht aus. Ach Gott, wir haben noch kein einziges Mal den gegnerischen 16er gesehen. Ja, und Falke sieht absolut scheiße aus. Oh mein Gott. Naja, wir spielen hier gegen den Zweiten, also...
Alles gut, alles gut. Neumann jetzt mal mit vorne. Bah, Ball kommt leider nicht durch. Jetzt müssen wir aufpassen. Weil Darmstadt kontert. Oh nein. Scharke, Alter. Wer ist er denn? Ja, gut. Gut zusammen verteidigt, stark. So, Schmied. Mal was mit Burkhardt probieren. Burkhardt, mein Junge. Nochmal auf Schmied. Oh, Flemings Ball kommt nicht durch. Komm, Gehlin. Oh, Darmstadt ist so gut. Oh, da haben wir Glück. Da haben wir Glück. Jetzt ist mal ein bisschen Platz. Fleming, komm. Guter Ball auf Burkhardt. Oh, hält er den stark. Rot. Rot. Mal auf Schmied. Nochmal auf Rot. Da ist Schmied. Da ist Burkhardt. Und muss eigentlich sitzen. Oh, Flanke war gar nicht so schlecht. Bleibt hoch, bleibt hoch, bleibt hoch, kommt. Ja. Bisschen Druck gemacht. Torwart zum Befreiungsschlag gezwungen. Komm, Schmied. Mach mal was. Ah, das war einfach zu optimistisch. Oh, die stehen da schon in den Startlöchern. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Oh, Falke ist da. Darmstadt ist ein richtiges Brett. Oh, gute Drehung noch. Mann, wie einfach. Oh, wie einfach. Schaut es euch an. So eine einfache Drehung. Oh Gott, das war so schlecht verteidigt. Oh Mann. Aber noch ist es nicht vorbei. Kommt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir waren jetzt auch besser dran. Hätten auch durchaus schon zwei Tore machen können. So, Fleming. Ja, Fleming setzt sich durch. Auf Burkhardt. Ah, oh, Burkhardt ist gar nicht gut im Spiel. Ich überlege sogar, den vielleicht in der Halbzeit auszuwechseln. Der ist überhaupt nicht gut drauf. Da ist er wieder, Burkhardt. Guter Ball. Ja, oh, was? Da ist sie wieder, die scheiß Chancenverwertung. Mann, so einer muss sitzen. Oh, und er ist auch knapp vorbei. Alter, so einer muss jetzt sitzen. Jungs. Höhe wie random. Mann, Jungs, das so ist es halt auch wieder lächerlich. Alter. Völlig übertrieben. Alter, was macht denn der Torwart? Ja, vielleicht brauchen wir was auf der Torwartposition. Ich würde es ja nur mal in den Raum werfen. Ja, jetzt ist erstmal Pause. Wir liegen mit 0:3 zurück. Weil wir aber auch mal wieder Chancen nicht machen. Das gibt's nicht. So, Burkhardt, mein Freund, kommt jetzt raus. Bring Fischer. Ich bring Matsche auch. Ne, ich bring Matsche noch nicht. Ich bring Schubert. Für Mufek. Und mit dem anderen warten wir dann mal noch ab. Rein in Halbzeit 2. Let's go. So, Ronny Roth. Ne, nicht Ronny Roth. Es ist Max Roth auf dem Weg. Dann wieder so ein Dreckspass zum Kotzen, Alter. Jetzt könnten die keine gescheiten Pässe spielen. Mann, Mann, Mann. Jetzt könnte mal was gehen. Komm. Roth auf Fischer. Und der macht das Ding ganz stark. Ganz, ganz stark. Fischer. Mit seinem ersten Tor. Hochgezogen aus der Jugend. Und er macht nach der Einwechslung sein Tor ganz stark. Boah, Fischer hat sich richtig gut hinter die Abwehr gestohlen.
Und der Pass kommt auch gut, aber er kann ihn leider nicht unterbringen. Schubert hat das richtig stark gemacht. So wie hier Schubert das richtig schlecht macht. Vogel bereinigt. Ah, der Walter zieht nach innen herum. So, Schmidt mit Fleming. Ah, ja, der wird eh gleich ausgewechselt. Der macht ja jetzt gerade gar kein gutes Spiel mehr. So, Max Roth. Der Time Finish auch verschissen, aber er braucht so lange zum Abschließen. So, Matsche ist jetzt nochmal mit dem Spiel. Ecke in freien Raum. Fischer ist da und Fischer macht es unglaublich gut. Ganz, ganz starkes Kopfballtor. Und wir sind wieder da. Letzte 10 Minuten. Wir sind wieder da. Fischer mit einem Doppelpack nach Einwechslung. Ganz stark. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wie der da auch in der Luft steht. Zack, hoch. Bam. Ganz starkes Ding. Ja, da ist wieder Fischer. Mit Matsche. Da ist Walter. Ah, es ist abseits. Gut gespielt, Jungs. Ganz, ganz stark. Vielleicht können wir unsere Aufholjagd hier noch mit einem sehr positiven Ende gestalten. Das wäre natürlich ganz stark. Mal jetzt erstmal aufpassen. Weil Darmstadt 98 da schon wieder kommt. Boah, machen sie gut. Falke ist da. Ganz wichtig. Achtung bei Tietz. Achtung bei Darmstadt. Boah, jetzt spielen die hier mit uns Handball oder was? Oh, Tietz. Jo, jetzt. Oh, es ist gerade so anstrengend, das zu verteidigen. Jetzt kommt der Schuss und jetzt ist er drin. Ach, wie lächerlich. Ach, es ist behindert. Mann. Wir waren wieder so dran und dann kommt so ein alberner Dreck. Komm, mach noch mal ein paar Meter. Vogel. Rot. Schmidt. Matsche ist auf dem Weg. Guter Ball von Fischer. Und er sitzt ganz stark. Aber wir werden wohl nicht mehr nach vorne kommen. Aber unsere zwei frischen Jugendspieler, die wir hochgezogen haben, machen hier alle drei Tore. Und noch eine Vorlage von Fischer. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Ja, pfeift er direkt ab. Wir verlieren mit 4:3. Haben uns stark zurückgekämpft, muss ich sagen. Schade, dass wir uns nicht belohnen können. Aber gut gekämpft am Ende, würde ich sagen. Ich würde sagen, die Chancenverwertung war mal wieder für den Arsch. Weil wenn der Bullcard einfach seine zwei Chancen macht, dann geht das Spiel wahrscheinlich auch ganz anders aus. Dafür hat aber Fischer das Ganze gut gemacht. So, was hat die Presse uns zu sagen? Der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Noe Marce darf in den ersten Mannschaft ran. Heute hat er überzeugt und sogar ein Tor geschossen. Bei solchen Leisten komme ich... Warte, was? Hat heute überzeugt. Holen Sie noch mehr Youngster. Wir haben zahlreiche Talente in unserem Verein. Hä? Das freut mich sehr, wie sehr sich seit der Sprung zu den Profis entwickelt hat. Ja, ja. Macht er gut. Eigentlich würde ich gerne... Ja, da ist er. Elias war heute überall zu finden. Am Ende stehen für ihn ein Tor und die Ehrung als Spieler des Tages. Ja, er hat eigentlich zwei Tore geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Egal. Bei den Jungen schreiben sich Schlagzeilen von selbst, oder? Was? Hä? Ach Mann. Verstehst du, ich wollte ihn so loben. Nach dem Tor in den letzten Minuten fehlt ihm nur noch ein Treffer. Ja. Wir hätten mehr verdient gehabt. Ganz klarer Fall. Sehr schön, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Och Mann, das ist eigentlich eine bittere Niederlage. Das ist eigentlich eine bittere. Naja. Jetzt gucken wir mal, was die Konkurrenz noch macht. Ah, die Konkurrenz zieht vorne ein bisschen vorbei, aber bleibt hinten auch weg. Sehr schön. Ja, sehr gut. Wir müssen hier gleich mal kurz in die Benachrichtigung rein. Wir könnten 4 Spieler verlieren. Oh ja, Schmidt. Neumann, ganz wichtiger Mann. Und Günther, na gut. Den können wir einfach auflösen lassen dann. Graf würde ich sehr gerne behalten. Verlängerung delegieren.
4 Jahre, 1,7, perfekt. Schmidt. Oh, der. Oh, was? Wir gehen hier mal mit 12. 12k und höchste. Ja, bitteschön. Keine Verlängerung. Oh, dann gehen wir kurz rein in die Verhandlung mit Schmidt. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist, den brauchen wir noch. Weil er uns echt gut Stabilität hinten gibt. Nee, Schlüsselspieler bekommt er jetzt nicht mehr. Wichtig. Warum will er denn Schlüsselspieler sein? Okay, er ist auch 29. Ich hab gedacht, er wäre irgendwie älter. Komm, mindestens 2 Jahre. Ein Jahr. Komm. Ja, okay. Danke. Keine Freigabe. Nee. Auf gar keinen Fall. Die Freigabesumme lehnen wir ab. Gehalt von 12.000. Einstiegsbonus von, machen wir mal, 20.000. Dann passt es doch, oder? Sehr gut. Das ist wichtig, dass wir den nochmal ein bisschen binden können. Wer war dann? Oh, das sind ja dann doch noch ein paar mehr. Würde ich aber sagen, kümmern wir uns dann vielleicht im Stream auch drum. Neumann müssen wir auf jeden Fall behalten. Kaith würde ich auch auf jeden Fall behalten. Ludwig würde ich auch auf jeden Fall behalten. Schneider, sehen wir dann, was wir damit machen. Ja, in diesem Sinne soll es dann eigentlich gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich bezüglich Scouting und sowas machen soll. Ich tatsächlich glaube, ich brauche einen anderen Torwart nach dem letzten Spiel. Lasst mich wissen, Schmidt ist auf eine 75 hoch, sehr stark. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Stream, vielleicht direkt jetzt am Wochenende, je nachdem wann ich das Video schneide, ob es entweder kommt am Freitag oder es kommt am Montag, da müssen wir schauen, wann der Stream dafür kommt. Schaut auf jeden Fall auf meinem Insta vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, Like und Kommentar da lassen, gerne ein Abonnement, ist natürlich kostenlos. Aktiviert gerne die Glocke und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den Streams, in den nächsten Videos. In diesem Sinne, fair bleiben, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.